Ja, heute kommt zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Freunde, nachdem spekuliert wurde, nachdem jeder Mensch sich gefragt hat, wann wird endlich dieses Spiel rauskommen, wann wird Yu-Gi-Oh! Master Duel endlich erscheinen, hat sich Konami gedacht, hey, wir sagen euch einfach kein Datum, wir hauen es jetzt einfach raus, okay? Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was uns erwartet. Ich durfte es ja schon anspielen, deswegen, vielleicht werden einige Dinge, die wir jetzt dann durchspielen, schon bekannt sein aus den Videos, die ich auf meinem Hauptkanal hochgeladen habe. Aber egal! Wir schauen uns Yu-Gi-Oh! Master Duel in aller Ruhe an, Freunde. Was ist das? Okay, Freunde, nachdem wir den ganzen typischen Datenschutzerklärungskram und so weiter übersprungen haben, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, der mich sehr glücklich macht, okay? Und zwar werden wir zu Beginn des Spiels gefragt, ob wir den ursprünglichen Manga zu Yu-Gi-Oh! Gelesen oder den Anime geschaut haben. Und das wird höchstwahrscheinlich Auswirkungen auf unsere Standardeinstellungen für Duelle haben. Das steht oben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin mir relativ sicher, von Yu-Gi-Oh! Habe ich schon mal was gehört. hast du jemals das offizielle Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel gespielt? Ich habe es nie zuvor gespielt, ich habe es in der Vergangenheit gespielt, ja, und ich spiele es immer noch, ja, und ich habe an einem Turnier teilgenommen. Ich weiß ja nicht, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich glaube, mit Yu-Gi-Oh! Hatte ich schon mal was zu tun. Hast du jemals von der App Yu-Gi-Oh! Duel Links gehört? Nee, das ist mir neu. Ich wusste nicht davon, ich habe davon gehört, aber nie teilgenommen. Ich habe früher an ihn. Ja, ich habe. Also, ich habe das früher gespielt, sagen wir mal so. Das finde ich richtig gut, weil das bedeutet wiederum, die fragen so, okay, hast du eine Ahnung von Yu-Gi-Oh? Und wenn du sagst ja, dann musst du hoffentlich nicht 20 Millionen Tutorials durchmachen, okay? Und das ist eine Sache, die mir in so vielen Yu-Gi-Oh! Spielen einfach gefehlt hat. Und das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, wir müssen uns dann jetzt nicht durch irgendwelche durchgescripteten Tutorials durchschlagen, wo uns gezeigt wird, wie man Monster beschwört. Es fängt schon wieder an. Ah, okay, jetzt geht es. Willkommen bei Yu-Gi-Oh! Master Duel! Versuche, der beste Duellant der Welt zu werden. Warte mal, ich glaube, meine Kamera ist ein bisschen schräg. So, das ist besser. Oh nein, wir müssen tatsächlich das Tutorial nochmal durchspielen. Und das, obwohl wir wissen, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert. Und das, obwohl wir das Tutorial auch in meinen Videos bezüglich Master Duel bereits durchgespielt haben. Also, haha. Na gut, aber für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, oder die aus irgendwelchen Gründen nicht wissen, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt, dann frage ich mich allerdings, wie ihr hier gelandet seid, dann werden wir jetzt lernen, wie man Monster- und Zauberkarten benutzt. Und im zweiten Part werden wir lernen, wie man Fallenkarten und Effekte im Friedhof benutzt. Ich finde das zwar eine sehr interessante Aufteilung, dass es nicht mehr nur Monster und Zauber und Fallenkarten gibt, sondern Monster, Zauber, Falle und Effekte im Friedhof als Kategorien, die man so als Anfänger wissen sollte. Daran merkt man, wie stark sich Yu-Gi-Oh! Verändert hat. Aber ja. Ah, okay, ich kann tatsächlich so ein bisschen hier. Okay. Ich kann das ein bisschen beschleunigen. Ich kann hier die Sachen, so die Dialoge so ein bisschen überspringen. Das ist gut. Oh, das ist so gut. Ey, als ich das Spiel testen durfte bei Konami, es hat wirklich stundenlang gedauert, diese Texte und Anweisungen und so zu überspringen. Also ich konnte es halt nicht überspringen. Und es hat so unendlich lange gedauert, ne? Aber das Spiel war da halt auch noch nicht fertiggestellt. So, ja, also eigentlich sollte es auf meinem Kanal weitergehen mit Legacy of the Duelist und das wird es auch, keine Sorge. Also heute nicht, weil heute, ich meine, kommt schon, Master Duel ist spontan draußen. Da müssen wir, okay, das versteht ihr doch wohl. Ich denke, ich werd einfach Legacy of the Duelist und Master Duel parallel bringen. Es kommt halt drauf an. So, wisst ihr, Legacy of the Duelist ist so ein Selbstläufer auf meinem Kanal. Aus irgendwelchen Gründen feiert ihr das. Oha, das hat vibriert. Wenn ich das Spiel spiele so. Und deswegen, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, okay? Aber bei Master Duel weiß ich jetzt nicht. Würde euch das wirklich gefallen?
Oder interessiert euch das nicht so wirklich? So, ist das jetzt so ein Ding wie mit diesem Speed-Duel-Game, wo wir, na, zwei, drei Duelle machen und dann ist es, dann interessiert es euch nicht mehr so? Dann werden wir sehen. Aber grundsätzlich habe ich die Idee, Legacy of the Duelist und Master Duel halt parallel zu bringen. Ja. Okay, das hier haben wir auch tatsächlich schon gemacht. Deswegen... Also in dem Video, was ich gemacht habe, wo ich das Spiel testen durfte, da müsst ihr verstehen, da war ich 100% euphorisch, okay? Weil das war das Erste, was ich von Master Duel gesehen habe. Da fand ich sogar das Tutorial geil, okay? Aber das habe ich jetzt schon durch. Und ich denke, die meisten von uns wissen, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert und wie man Zauber- und Fallenkarten aktiviert. Und deswegen versuche ich das hier einfach so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, okay? Und er greift an! Und das bedeutet, wir aktivieren unsere Fallenkarte, Fähigkeitserbe. Die gibt unsere Monster 400 Angriffspunkte dazu. Okay. Ich spiele das Spiel übrigens wieder auf der Switch, okay? Also, Abstürze auf jeden Fall vorprogrammiert, Freunde. Falls ihr euch fragt, hey, warum spielst du das nicht einfach auf der PS4 oder auf der PS5? Das liegt daran, dass ich keine PS5 habe, aber warum spielst du es nicht auf der PS4? Ganz einfach, weil... Ich muss erst den Effekt im Friedhof aktivieren. Das ist sowas von egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ganz einfach, weil irgendwie war es einfacher, den PC, so, also das Aufnahmeprogramm und so einzustellen, dass ich halt einfach mit der Switch spiele. Weil daran bin ich jetzt gewöhnt und das war schon alles so eingestellt und das war schon fertig. Und bei der PS4 war es so, das müsste ich jetzt alles nochmal neu einstellen und... Ich hoffe einfach darauf, dass es keine allzu großen Probleme bezüglich der Software geben wird. Sowas wie, ihr wisst schon, Abstürze. Oder andere Dinge. Was? Wir haben ein Structure Deck freigeschaltet. Das Startdeck. Geschafft Belohnungen. Duelliere dich mit diesem Deck voller Karten, die einfach einzusetzen sind. Benutze Zauberfallen, Synchro-Xyz und Linkbeschwörung gegen härtere Gegner. Okay. Also, ich finde, geschafft Belohnungen klingt so sehr Google-übersetzerisch, aber duelliere dich mit diesem Deck voller Karten, die einfach einzusetzen sind und so weiter. Ja, das klingt gar nicht mal so Google-übersetzungsmäßig. Wenden wir unser Wissen aus den letzten zwei Kapiteln in einem Duell an. Bei diesem Duell fängt jeder Spieler mit 4000 Lebenspunkten an. Reduziere die Lebenspunkte deines Gegners auf 0, um das Duell zu gewinnen. Also es ist quasi wie, ihr wisst schon, wie im Anime. Wir duellieren uns mit 4000 Lebenspunkten. Ah, die Internetverbindung, das könnte ein Problem werden. Ich meine, ich habe es euch gesagt, die Internetverbindung... ist mein größter Feind, okay? Das könnte uns einen Strich durch die Rechnung bei Master Duel machen. Ich hoffe, das wird nicht allzu viele Probleme geben. Ich hoffe, das Spiel wird halbwegs flüssig laufen. Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während deines Spielzugs 300 ATK. Das hört sich gut an. Beschwören wir vom Weltkelch auserwählt. Nee, vom Weltkelch herbeigerufen. Ja. Was haben wir im Extra-Deck? Im Extra-Deck haben wir... warte mal. Können wir uns das nicht irgendwie... So. Nee. Warte. Aber ich muss erstmal hier mit der Steuerung zurechtkommen. Warte mal. Man hat hier sogar so ein Duell-Log. Man kann sehen, was passiert ist. Krass. Krass. Okay. Das gab es bei älteren Yu-Gi-Oh!-Spielen definitiv nicht. Dass du wirklich nachvollziehen konntest, welche Steps als letztes passiert sind. Hier. Ah, okay, so können wir unser Extra-Deck sehen. Mächtiger Krieger. Kachi-Kochi-Drache, Verteidiger des Labyrinths, Traffic-Geist und Geier-Säbel der Blitz... Blitz was? Blitzschatten. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist jetzt nicht so das Extra-Deck, was, Aber es ist ein Starter-Deck, okay? So.
Partner im ersten Duell. Was hast du vor? Fluchzerstörer auf unsere Feldzauberkarte? Wo sind wir denn hier? Im Königreich der Duellanten oder was? Kuribandit? Oh nein. Aktiviert er den Effekt von Kuribandit? Unabhängig davon aktivieren wir mal Staubtornado. Und wisst ihr, was da auf seinem Weg liegt? Die schwarze Tür von Chaz. Das wird niemand verstehen, der nicht das Duell zwischen Chaz und seinem Bruder gesehen hat, aber... Riesensteinsoldat, Neokäfer und keine Ahnung, was er da noch revealed hat. Falle entfernen. Junge, Falle entfernen ist einfach eine der schlechtesten Karten aller Zeiten, Mann. Du kannst nur Fallenkarten zerstören, aber halt auch... Warte mal, was? Die Karte, als ich gezogen habe, ist so nach rechts geslidet. Eigentlich ist es immer so, dass die Karte so quasi einfach nach vorne zu dir kommt. Und ich habe in dem Moment auch nach rechts gedrückt. Kann es sein, dass wenn du Karten ziehst und du den Stick in eine bestimmte Richtung drehst, dass die Karte dann dementsprechend halt gezogen wird? Also so einen Bogen macht oder so? Ey, das wäre ja richtig cool. Das wäre ja richtig cool. Das würde, ohne Witz, ich würde das einfach so oft aus Prinzip machen. Aus Prinzip, Freunde. Wir könnten eine Linkbeschwörung machen. Das macht aber gerade mal so gar keinen Sinn. Stattdessen greifen wir an. Mit unserem vom Weltkelch herbeigerufen, seinen Kampf mit den, keine Ahnung. Und Empfängerkrieger, die Antenne dieses Kriegers kann auf jeder Energiewelle abgestimmt werden. Er kann Übertragungen von Kilometer, über Kilometer hinweg abhören, leidet aber immer unter schlechtem Empfang. Okay. Beenden wir unseren Zug. Hört ihr die Musik? Es ist die Musik, wenn das Duell sich dem Ende zuneigt und ich feiere es. Epischer Soundtrack, okay? Normal Summon, Riesensteinsoldat im Angriffsmodus. Genau das, was du jetzt in dieser Situation tun solltest. Okay, nein. Die Karte ist automatisch nach rechts geslidet beim Ziehen. Biete ein Monster als Tribut an und wähle dann eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Das ist gut, wenn man Lair of Darkness spielt. Daran erinnere ich mich. Aber wir spielen nicht Lair of Darkness. Wir spielen vom Weltkelch herbeigerufen und Empfängerkrieger Turbo, okay? Empfängerkrieger, beende dieses Duell. Digga, diese Vibration. Ich weiß nicht, ob man das hört. Okay. Fun Fact. Wir schalten hier tatsächlich Sachen frei, okay? Edelsteine. Und keine Ahnung was. Als ich das Spiel testen durfte, war das irgendwie alles schon freigeschaltet. Das war sehr mysteriös. Es gibt so viele Karten und Duellanten, die du entdecken kannst. Schnapp dir dein neues Deck und begib dich in die weite Welt des Duellierens. Okay. Ja, welches neue Deck denn? Macht des Drachen? Synchro der Einheit? Link-Erzeugung? Ich denke mal, Macht des Drachen, das ist das Deck, welches ich auch im, in dem Master-Duel-Video, wo ich mich mit dem Konami-Mitarbeiter duelliert habe, hatte. Also das ist das Weißer Drache, König Dragoon, Herr der Drachen, Drachenrufflöte-Deck. Na, das hatte ich jetzt schon. Das habe ich schon ausprobiert, obwohl das natürlich cool wäre. Und ich weiß natürlich, was ich damit anzufangen habe. Link-Erzeugung, weiß ich jetzt nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Synchro der Einheit hört sich doch gut an, oder? Gerümpelkrieger. Also sieht nicht nach Sternstaubdrache aus, aber... Also ich bin am Struggeln zwischen Macht des Drachen und Synchro der Einheit. Irgendwie... Das hier hatten wir ja schon, ne? Deswegen nehmen wir mal das Synchro-Deck. Oh, das ist doch genau der Stoff, den... Das ist alles, was ich brauche, okay? Turbo-Synchron, Tempo-Krieger, Nitro-Synchron, Schildflügel, Gerümpel-Synchronisierer, glänzender Ritter, Felsbrocken-Krieger, Max-Krieger, Geschützturm-Krieger. Das ist einfach Yusei.deck, okay? Gerümpel-Krieger, Flammfell-Uruquizas, der lustigerweise immer in irgendwelchen Yu-Gi-Oh!-Videospiel-Starter-Decks vorhanden ist. Turbo-Krieger, Nitro-Krieger und kolossaler Kämpfer. Das ist perfekt. Das nehmen wir. Warte mal, aber damit ihr mal sehen könnt, wie die anderen Decks aussehen. Hier ist einmal das Link-Deck. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, um ehrlich zu sein. Ich habe mit den Karten überhaupt keine Verbindung. Das sind für mich irgendwelche Random Comments aus irgendwelchen Boostern der letzten 4 Jahre oder so. Macht des Drachen, hier. Das, genau das hier. Das und kein anderes ist das Deck, welches ich gegen den Konami-Mitarbeiter benutzt habe, okay? Also, ihr könnt hier sehen, das ist nicht gerade ein krasses Deck nach
2022 Standards, okay? Und der Typ hat einfach irgendwelche Karten gespielt, mit denen er sich 20 Millionen Monster suchen konnte, mehrere Ritualbeschwörungen in einem Zug machen konnte und keine Ahnung was. Es war maximal unfair, okay? Auch wenn es nur ein Erzunterweltler-Deck war, aber trotzdem. Bitte gib einen Spielernamen ein. Bitte gib einen Spielernamen ein, der zwischen 3 und 12 Zeichen lang ist. Komm schon! CK geht nicht? Wieso geht CK nicht? Das sind nur 2 Zeichen, aber was, wenn das mein Name ist? Was, wenn mein Name nur 2 Zeichen lang ist? Ah, Junge, Alter. Ja, dann nennen wir uns halt CK. Warum steht da CK Phoenix mit F? Ich kann mich nicht dran erinnern, das mal so geschrieben zu haben. CK. Ah, Junge. Phoenix. So. Das bin ich. Junge. Okay, das geht schnell, das geht schnell, das geht schnell. Okay, ich dachte jetzt, das würde unendlich lange dauern. Also, ich erinnere mich daran, bei Duel Links hat es immer so lange gedauert, bis man endlich mal alle Karten und so weiter runtergeladen hatte, wenn man das Spiel neu installiert hat. Okay. Zur Hauptseite. Diese Funktionen werden dir dabei helfen, Duelle in vollen Zügen zu genießen. Duel, Kämpfe gegen Duellanten aus aller Welt. Du kannst auch zur Abwechslung nach anderen Regeln spielen. Das ist sehr interessant. Deck, schau dir deine Decks an und ändere sie nach Belieben. Solo, übe deine Strategien oder liest die Geschichten zu den Karten. Shop, erhalte neue Karten, denen du Packs kaufst und so weiter. Ey, Freunde, ich sag's euch, wir werden hier eine Menge Spaß haben, okay? Wir werden eine Menge Spaß haben. Um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern, bieten wir derzeit, der Satz ist irgendwie nicht zu Ende formuliert. Schau dir gleich unser exklusives Edelstein-Pack auf der Edelstein-Kaufseite an. Jeder Spieler kann bis zu 3 kaufen. Dieses großartige Angebot ist nur für begrenzte Zeit verfügbar. Okay, gibt uns Geld, mit anderen Worten. Was jetzt noch? Das hasse ich bei neuen Spielen. Es wird dir immer gezeigt, ja, hier kannst du Edelsteine und hier kannst du das kaufen und hier ist das und das ist das Hauptmenü und so weiter und so fort. Nein, wir kaufen nichts, okay? Erstmal nicht, je nachdem. Wir werden schauen. Dual Pass. Neue Karten sind im Shop erhältlich, neue Structure Decks im Shop erhältlich, neues Zubehör. Der Dual Pass ist jetzt im Shop erhältlich. Alles ist im Shop erhältlich, okay? Was enthält der denn? Edelsteine. Das sind diese Tauschobjekte. Ich weiß jetzt nicht genau. Du kannst diese Punkte ausgeben, um Super Rare Karten zu erzeugen. Du kannst mehr Punkte verdienen, indem du gekaufte Super Rare Karten zerlegst. Genau so ist das nämlich. Also, man kann quasi mit diesen Dingern hier, also das ist für Super Rare, das ist für Rare, das ist für Ultra Rare, ne? Du kannst halt diese Dinger eintauschen gegen Karten. Oh Junge, es ist hier auch wirklich so, du hast einen normalen und einen goldenen Pass und so. Es ist schon sehr Mobile-Game-mäßig, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich bin kein allzu großer Fan davon. Aber hey, ich meine, dafür ist das Spiel an sich kostenlos, okay? Ja, auf jeden Fall, man kann das hier eintauschen, diese Dinger. Diese Steine oder was auch immer das sind, und dann kriegst du halt bestimmte Karten. Das heißt, du musst nicht alle Karten aus Boostern ziehen. Und du kannst auch Karten, zum Beispiel jetzt Super Rare Karten, abgeben und dafür dann solche Steine bekommen, die du halt wiederum in andere Karten umwandeln kannst und so weiter und so fort. Also das finde ich tatsächlich ein sehr gutes System. Also ich finde es viel besser, sich Karten auch craften zu können, als einfach nur stumpf sich 12 Millionen Booster kaufen zu müssen, damit man dann die dritte Spiegelkraft hat oder so. Also man wird höchstwahrscheinlich nicht Spiegelkraft spielen. Egal, ihr versteht, was ich meine. So. Schauen wir mal in den Shop. Okay, wir haben 1000 Diamanten. Wir werden sehen, was wir dafür bekommen. Im Shop kannst du verschiedene Kartenpacks, Structure Decks, Bundle-Angebote, Zubehör und Gegenstände kaufen.
Wähle aus den Auswahlpacks für eine Auswahl. Ja, ich komme. Ja, wir wissen, wie ein Shop funktioniert, okay? So. Was haben wir hier? Master Pack. Ein Pack voller Karten, die nur darauf warten, neue Legenden zu bauen. Schicksalshafte Begegnungen machen dich stärker. Wiedergeburt der Legenden. Blauäugig Gerüppel, Sternstaub und Kodiersprecher stärke dein Deck, okay? Ein Muss, wenn du starke und leicht zu handhabende Karten sowie Karten aus mächtigen Archetypes suchst. Okay, da sehe ich auf jeden Fall ältlich. Also, ich denke mal, das hier ist das Competitive Pack. Das hier ist das Casual Weißer Drache, Sternstaubdrache Pack. Und das ist das Master Pack. Ich glaube, hier sind alle möglichen Karten drin. Structure Deck haben wir Magier des Pendels und Neuvertrag-Universum? Was zur Hölle? Was sind denn da für Karten drin? Also sorry, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit nur Duelle spiele, aber ich will selber das Spiel so ein bisschen erforschen. Okay. Okay, das ist quasi Yuma-Dot-Deck. Also Gagaga-Magier. Go-Go-Go-Golem. Gibt's noch irgendwelche dummen Namen? Wir haben Super Babancho, Gagaga Umhang. Dododo Zwerg, Gogogo Handschuh. Ich feiere das einfach. Ja, und ansonsten eine Menge ZW-Karten. Nummer 39, Utopia. ZW Löwenwaffen, ultimativer Drachen, Utopia. Strahl. ZW Drachenhellebarde und ultimativer Leo, Utopia, Strahl. Ja, nee, das kaufen wir jetzt gerade nicht, aber nett zu wissen, dass es existiert. Magier des Pendels interessiert mich auch. Ist es jetzt ein typisches Pendel-Magier-Deck oder ist das so? Es ist Real Talk, einfach Pendel-Magier, ne? Harmonizing Magician. Künstler, Kumpel, Pendel, Zauberer. Skullcrobat Joker ist auch drin, okay. Ja, aber es fehlt. Doch, Weisheitsaugen-Magier ist auch da. Es fehlen so ein paar, aber trotzdem. Das hier ist gerade nach OCG Bandits, wenn ich das richtig gesehen habe, weil da stand, dass Harmonizing Magician auf 2 ist, was im TCG nicht der Fall ist. Zubehör, Begleiter. Ich glaube, das sind die Monster, die quasi neben dem Spielfeld chillen und uns zuschauen. Also die so am Spielfeldrand sind. Das finde ich auch richtig cool. Also wir haben Ash Blossom, Antiker Antriebs Wyvern, verstehe ich nicht, warum der da ist. Cyberdrache Unendlichkeit, Kaliber-Ladedrache und dunkler Magier. Schwarzer Magier heißt das, okay. Duellspielfeld, das ist, ehrlich gesagt, ja, weiß ich nicht, ist mir relativ egal. Kartenhülle. Gibt es Trishula, blauäugiger Chaos Max Drache, Ash Blossom, Antriebsstadt und Link Schwarz. Die Ash Blossom Hülle gibt es doch auch so. Also die gibt es ja auch in Real Life, die anderen aber nicht. Symbol. Ja, das ist mir auch relativ egal, um ehrlich zu sein. Spezial, Duel Pass Gold. Okay, ja, das ist der Duell Pass, der was kostet. Geheimpack, Bonus Pack. Okay, da gibt's noch nichts zu kaufen. Ja, komm, was. Also, erstmal, ich weiß nicht, was wir uns holen sollen. Den schwarzen Magier. Irgendwie spricht mich nichts davon so zu 100% an. Schwarzer Magier wäre halt so. Das wäre so offensichtlich. Das wäre. Komm, wir holen Ash Blossom, okay? Dann soll Ash Blossom uns bei unseren Duellen zuschauen. Hoffentlich werden wir die bekommen. Das ist eine gute Karte. Structure Deck würde ich ehrlich gesagt nicht holen. Holen wir mal Wiedergeburt der Legenden. Aber man kann ein Pack oder 10 Packs kaufen immer. Das finde ich gut. Highlights sind blauäugiger, alternativer weißer Drache, Sternstaubdrache, Firewall Dragon, Gerümpel Bogenschütze. Ey, komm schon. Wir müssen Sternstaubdrache bekommen. Ihr versteht, wie das läuft, okay? Ihr wisst, wie die Dinge hier funktionieren. Wir kennen uns mittlerweile lang genug, okay? Wir öffnen das und was bekommen wir? Oha, diese Animation. Oha, okay. Okay, da ist eine Super und eine Ultra Rare, glaube ich, drin, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wir können die Karten sogar in der Reihenfolge Gerümpelwache. Wir können die Karten sogar so umdrehen, wie wir wollen. Es ist jetzt nicht so. Also das ist tausendmal besser als in Legacy of the Duelist, wenn ich das mal sagen darf. Sternstaub Sturmkrieger. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Justizerbrechen, Dekodierzerstörung. Nochmal Gerümpelwache. Das ist tatsächlich. Ja, okay, es kann Kartendoppel drin sein. Silent Regression. Warte mal, ich weiß jetzt nicht mehr, was ist Super und was ist Ultra Rare. Ich glaube, Super ist orange, ne? Spiegelkraft! Wir haben Spiegelkraft! Wir haben Spiegelkraft!
Es ist einfach Spiegelkraft! Im ersten Booster! Im ersten Pack Spiegelkraft, Freunde! Ich raste aus! Einfach Spiegelkraft! Die beste Karte im Spiel! Nach Sternstaubdrache! Ist mir vollkommen egal, was ihr sagt, okay? Ey, komm schon! Was verbirgt sich hier hinter? Gerümpelzerstörer, okay. Oh mein Gott. Ey, wäre das jetzt Sternstaubdrache gewesen? Ich glaube, Freunde, ich hätte einen Herzinfarkt oder sowas bekommen, ja? Okay, das gefällt mir. Spiegelkraft, Gerümpelzerstörer. Wir haben ja das Gerümpeldeck am Anfang genommen. Das bedeutet, wir können Gerümpelzerstörer beschwören, da wir Gerümpelsynchronisierer haben, Freunde. Wir kaufen nochmal ein Pack. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, ich werde sowas von süchtig hier nach. Ich werde sowas von süchtig hier nach. Oh Mann. Ja, kaufen wir noch eins. Ich werde weder ruhen noch rasten, bis wir Sternstaubdrache bekommen. Okay, diesmal haben wir keine Ultra-Rares oder sowas. Hä? Das war, ne? Ja, okay, Konami, ich verstehe schon. Im ersten Pack hat man dann Spezialsachen und so, ne? Da bekommst du alles, ja? Damit dich die Sucht auch schön packt und dann bekommst du wieder nichts mehr, ne? Ja, so funktioniert das. Blauäugiger Chaosdrache, Mate mit den blauen Augen, Justizerbrechen. Ja, okay, das sind eine Menge Karten, die mich ehrlich gesagt nicht sonderlich interessieren. Komm schon. Ist hier irgendwas drin? Nein. Stachelschraubenigel, das ist gut. Für unser Deck. Herabfallender Stern ist auch nicht schlecht. Was ist das? Formelsynchron! Okay, also manchmal kommen auch Überraschungs-Super-Rares. Okay, Formelsynchron ist natürlich gut. Herabfallender Stern und... Waffe aus der Waffenkammer! Ah, okay. Es glitzert nicht immer. Du hast ein neues Kartenpack gefunden. Geheimpack. Eisenschrott-Soldaten Sternstaubbund. Sternstaubbund? Ey, Freunde. Also, komm schon. Das ist es doch, okay? Ich meine, Sternstaubdrache ist sogar auf dem Pack drauf. Komm schon. Er muss drin sein. Er muss einfach drin sein. Okay, da ist eine Super Rare. Cyberfinsterniszacke, Gigapflanze, Mana-Drache, Dings, heimtückische Fallgrube, Trümmerdrache. Komm, der sieht doch schon aus wie Sternstaubdrache. Sternstaub-Angriffskrieger, Sternstaub-Sturmkrieger und... Es ist die alternative Version. Sternstaub-Funkendrache. Konami, ich spiele mit meinen Gefühlen und ich will, dass ihr das wisst, okay? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für meinen Kreislauf, okay? Okay, was ist jetzt los? Das war irgendein Special-Dings, keine Ahnung was. Okay. Alter Geist. Superstarker Samurai. Feuersoldat. Rosenprinzessin. Sternstaub-Sturmkrieger. Sternstaub-Angriffskrieger. Komm schon. Wir brauchen Sternstaubdrache. Wir brauchen Sternstaubdrache. Okay. Nein, 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 aber... Okay, morphtronische Karte. Aber Nebelklinge der Phantomritter ist eine sehr gute Karte. Sternstaubangriffskrieger, namenbedeckter Krieger, namenbedeckter Krieger. Wir haben, glaube ich, alles, was mit Sternstaub zu tun hat, bereits bekommen, aber Sternstaubdrache nicht. Wieso? Wieso? Komm schon. Wir haben noch 100 Diamanten. Das ist quasi unser letzter Versuch. Wir werden ihn sowas von nicht bekommen. Ja, da ist nur eine Super Rare. Wir brauchen eine Ultra Rare. Nein, 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 nein. Cybersynchron, nein. Ah. Knöcherne Wiedergeburt. Ja, ich verstehe schon, okay? Das erste Pack ist krass und danach muss man auf jeden Fall investieren, okay? So läuft das also. Ja, jetzt haben wir eine Menge Geld ausgegeben.
Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Erstelle mächtige Decks und Karten. Machen mal ein neues Deck. Und werden mal schauen, was wie funktioniert das hier? Das dürfte so ähnlich funktionieren wie in Legacy of the Duelist. Ich muss erstmal hiermit klarkommen. Filtermenü. Nee, nicht filtern, sondern ich will sortieren. Sortieren nach Reihenfolge des Erhaltens Seltenheit. Kann man nicht einfach nach Kartenrand sortieren? Kann man nicht einfach machen, dass Monster oben sind und Zauber- und Fallenkarten unten? Ach Junge, was ist das denn hier jetzt? Hier sind ja alle Karten gelistet, ob du die hast oder nicht. Du musst dich ja durch tausende Sachen durchsuchen. Was ist... Okay. Entweder ich... Na okay, hier sind die Karten, die wir haben. Ja, trotzdem, ja, das ist ja okay. Deckaufbaumenü ist für mich... das gibt einen Punkt Abzug, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist nicht sonderlich übersichtlich und... Warum sind hier alle Karten gelistet, die wir auch noch nicht haben? Das macht keinen Sinn, okay? Schrei der Untoten ins Deck. Staubtornado ins Deck. Fähigkeitserbe ins Deck. Aufschlagen ins Deck. Schildeinschlag ins Deck. Ich sag teilweise die Anime-Namen, okay? Nicht persönlich nehmen. Klingenritter definitiv ins Deck. Empfängerkrieger ins Deck. Ich mach das hier jetzt einfach nur ganz spontan, okay? 2100 Verteidigungspunkte ins Deck. Begrenzer Überlastung, weiß ich nicht. MST ab ins Deck. Kettenboomerang ins Deck. Rückkehr des Kriegers ins Deck. Synchro-Druckwelle ins Deck. Gerümpelkrieger, kolossaler Kämpfer, Nitro-Krieger, Turbo-Krieger, Flammfell-Urquisas. Schildflügel, Turbo-Synchron, Nitro-Synchron. Ich pack gerade einfach nur alles rein, wir werden gleich Sachen rauspacken. Tempo-Krieger, Max-Krieger. Taskeritter, wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, solange du Karten in deiner Hand hast und diese Karte in deinem Friedhof liegt, du kannst diese Karte als Wissenschaftler. Nein. Oder? Doch, komm. Gerümpel-Synchronisierer. Glänzender Ritter. Geschützturmkrieger. Spiegelkraft. Silent Regression. Nein. Gerümpelzerstörer. Gerümpelwache. Herabfallender Stern. Formel-Synchronwaffe aus der Waffenkammer. Gravitationskrieger. Stachelschraubenigel, Sternstaub, Funkendrache, Trümmerdrache, heimtückische Fallgrube. Nee, das geht nur, wenn man keine Fallen im Friedhof hat. Das ist nicht so gut, wenn man so viele Fallenkarten hat. Sternstaub, Sturmkrieger, Jetkrieger. Nee, dafür brauchen wir Jetsynchron, den haben wir gar nicht. Nebelklinge, der Phantomritter, Sternstaub, Angriffskrieger. Wie gesagt, ich nehme gleich noch Sachen raus, okay? Narbenbedeckter Krieger, Übelschar Albtraum wäre das einzige Nicht-Synchro-Monster, was ich aufnehmen würde. Warte mal, wir brauchen definitiv keine drei Sternstaub-Angriffskrieger. Packen wir den mal rein. So, Eilkrieger. Während der Schadensberechnung, falls ein Krieger-Synchro-Monster, was? Gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Das nervt. Warum geht das die ganze Zeit wieder hoch? Die ATK deines kämpfenden Monsters werden nur während der Schadensberechnung zum Doppelten seiner derzeitigen ATK. Na gut. Packen wir auch rein. Ach, das sind, warte mal, Rechtshänder-Schraubendreher. Wir brauchen noch den Linkshänder-Schraubendreher. Haben wir den auch? Warte mal, das ist ein Maschinenmonster Stufe 1. Danach müssen wir filtern. Effekt... Kann ich keine genaueren Filteroptionen? Doch, ich wollte schon sagen. Effekt, Maschine, Stufe 1. Ja, wir haben nur den Rechtshänder-Schraubendreher. Den Linkshänder haben wir nicht, okay. So.
Jetzt lass uns mal überlegen, was machen wir hier raus? Also Gerümpel-Synchronisierer bleibt definitiv dreimal drin. Schildflügel, Stachelschraubenigel, Nitrosynchron, Turbosynchron, das ist alles klar, okay? Damit wir unsere Synchromonster beschwören können. Geschützturmkrieger auch. Ja, ich weiß nicht, es ist schwer. Empfängerkrieger brauchen wir, denke ich, nicht wirklich. Das ist halt ein normales Monster. Wir haben genug Empfänger, würde ich sagen. Also, der Bruder kann raus. Das ist ein Monster mit 2100 Death und ist Stufe 2. Kann man mit Gerümpelsynchronisierer zurückholen. Würde ich tatsächlich sagen, ist ganz gut. Ob wir dreimal Tempokrieger brauchen? Tempokrieger wäre nur drin für dieses typische, hey, wir sind you safe, Fudo. In unserem ersten Zug beschwören wir Tempokrieger. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in der Battlephase des Zuges, in dem Tempokrieger beschworen wird, verdoppeln sich seine Angriffspunkte. Ja, ich weiß nicht, komm. Wir lassen einen Tempokrieger drin, so aus Nostalgiegründen. Aber eigentlich würde ich die Karte rausnehmen, so. Ja, es sind immer noch viel zu viele Monster. Das kann erstmal raus. Herabfallender Stern. Einmal raus. Kettenboomerang einmal raus. 50 Karten. Glänzender Ritter brauchen wir, denke ich, nicht. Nee. Wir haben Monster mit mehr Verteidigungspunkten. Eilkrieger brauchen wir auch, denke ich, niemals dreimal. Also. So. Blade Knight ist halt wirklich gut, ne? Weil der kann sich auf 2000 pushen, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Beziehungsweise nur eine. Oder weniger. Vom Weltkelch gekrönt brauchen wir aber auch nicht dreimal. Ich denke, zwei reichen definitiv. Das Ding ist halt, dass so ein Schildflügel kommt gefühlt auf selbe hinaus. Weiß ich nicht. Max-Krieger. Nehmen wir vielleicht mal einen raus. Vielleicht einen Klingenritter raus. Was noch? Vielleicht Turbosynchron einmal raus. Und dann nehmen wir noch einmal Schildeinschlag raus. Und dann bei den Synchromonstern würde ich sagen, ein Gravitationskrieger raus. Einen davon. Jetkrieger können wir nicht beschwören. Und einmal Gerümpelwache raus. So, jetzt speichern. Okay, Deck gespeichert. Es ist jetzt bekannt unter dem Namen Deck. Das werden wir auch benutzen. So, was ist jetzt? Jetzt können wir Solo-Modus spielen oder wir können halt online spielen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Solo-Modus. Wir machen noch ein abschließendes Duell für heute. Können wir jetzt denn einfach irgendein Duell machen, ohne großes Drumherum? Duellstrategie, der absolute Monarch. Die Krieger der sechs Elementarherrscher. Das mit der absolute Monarch haben wir ja schon gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob ich daran erinnert. Okay, wir haben hier ein Duell. Decks wechseln. Ja, wir nehmen das Deck. Deck. Okay. Es ist mir vollkommen egal, was in diesem Duell passieren wird. Ich will jetzt einfach nur ein Duell spielen. Und dann hat sich das auch erstmal für heute. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in der Zukunft in Master Duel vor allem sehen wollt. Wollt ihr sehen, wie wir Packs öffnen? Wollt ihr sehen, wie wir Duelle machen? Wollt ihr sehen, wie wir den Story-Modus spielen? Was wollt ihr sehen? Und bitte sagt jetzt nicht sowas wie Community-Duelle oder so, weil das werden wir vielleicht irgendwann auch machen, aber dazu hatte ich in meinem letzten Video schon mal was gesagt. Ja, die Verbindung macht so ein bisschen Probleme, aber warte mal, müsste nicht Ash Blossom an unserer Seite sein? Haben wir sie nicht extra gekauft dafür? Keine Ahnung. Okay, wir spielen als CK Phoenix gegen Drachenarmee. Oha, Totemdrache, Drachenschatz, erlegt hier direkt los, okay. Beendet sein Zug, der Gute. So, wir ziehen und wir haben Aufschlagen. Warte mal, was macht der denn? Kann als zwei Tribute während deiner Stamperphase, falls diese Karte in deinem Friedhof sind, du keine Monster kontrollierst, kannst du ihn. Ah, okay, dann kann man ihn beschwören. Du kannst diesen Effekt nicht aktivieren, falls Monster in deinem Friedhof sind, die nicht.
Okay. Ich würde sagen, beschwören wir unseren Klingenritter. Ich gehe nicht davon aus, dass er sowas wie schwerer Sturm hat, deswegen spielen wir mal einfach unsere komplette Hand verdeckt. Dann hat Klingenritter 2000 Angriffspunkte. Also unsere komplette Hand, abgesehen von Schildflügel. Wir wechseln in die Battle-Phase und wir greifen an mit Klingenritter. Das war's mit deinen beiden Karten. Der wird zwar gleich in der Standby-Phase zurückkommen und er kann ihn für ein Drachenmonster als zwei Tribute anbieten, aber wir haben kein Problem damit, okay? Wir haben uns nämlich mit dem Kauf von Boostern verstärkt. Und zwar haben wir Nebelklinge der Phantomritter. Es ist vollkommen egal, was du planst. Wir sind bereit. Es ist, wie ich schon gedacht habe, er opfert sein Monster. Für ein normales Monster ist es kein Effektmonster. Das bedeutet, der Plan mit Nebelklinge der Phantomritter ist dahin. Denn eigentlich annulliert das die Effekte eines Monsters und das Monster kann nicht angreifen. Aber, ja, bei einem normalen Monster funktioniert das nicht. Das ist tatsächlich, ja, das ist uncool. Ich hätte Nebelklinge der Phantomritter auch auf Klingritter machen können, dann kann er nicht angegriffen werden, aber dann kann er eben auch nicht angreifen. Also was bringt uns das? Nein, wir aktivieren erstmal noch nichts. Wir sind am Zug und wir ziehen einen weiteren Schrei der Untoten. Okay. Und ich würde sagen, wir aktivieren mal unseren verdeckten Schrei der Untoten. Und ja, es heißt Schrei der Untoten, nicht Ruf der Gejagten, nur dass wir darüber geredet haben. So. Klingritter! Und dann aktivieren wir unsere Zauberkarte Aufschlagen, die wir verdeckt gelegt hatten, um Klingritter mehr Angriffspunkte zu geben. Genau das tun wir jetzt ja auch mit unserem Schrei der Untoten Nummer 2. Klingritter hat dadurch wieder 2000 Angriffspunkte. Wir spielen noch Schildflügel verdeckt. Ich gehe nicht davon aus, dass er evenly matched hat. Und dann wechseln wir in die Battle-Phase und greifen an mit Klingenritter. Nein. Okay. 2000 Schaden für den Kollegen. Wir beenden unseren Zug. Ich denke, dieses Duell haben wir so gut wie entschieden. Aber es kann natürlich sein, dass der gute Drachenarmee-Duellant jetzt noch ein Comeback hinlegt. Aber es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus, um ehrlich zu sein. Und wir ziehen Stachelschraubenigel. Ja, wir können leider keine Synchrobeschwörung machen. Wir haben kein Empfängermonster, aber ganz nett zu wissen. Ich würde sagen, das ist ein typischer Kandidat fürs Verdecktspielen. Und dann greifen wir mal mit Klingritter sein verdecktes Monster an. Es ist Kumori-Drache. Wir beenden unseren Zug. Komm schon, jetzt so ein Gerümpel-Synchronisierer. Der wäre schon fresh, oder? Oder generell irgendein Empfängermonster. Nitro-Synchron oder Turbo-Synchron oder irgendwas. Ich bleib dabei. Gerümpel-Synchronisierer wäre schon das Beste. Und wir ziehen. Spiegelkraft, okay. Das ist natürlich sehr gut, denn Spiegelkraft ist eine sehr, sehr gute Karte, aber trotzdem ist es jetzt nicht gerade das, was ich unbedingt sehen wollte. Wir greifen an. Es gefällt mir nicht. Was macht das? Oh Junge, das nervt auch sowas von, dass wir ständig danach gefragt werden. Was passiert denn jetzt? Hallo, ich wollte das vielleicht mal lesen und nicht meine eigene Karte lesen. Biete ein Monster vom Typ Drache als Tribut an, zerstöre alle offenen Monster auf dem Spielfeld, deren Death kleine oder gleich den ATK sind, die das als Tribut angebotene Monster auf dem Spielfeld hatte. Gut, dass wir noch einen zweiten Schrei der Untoten haben. Und damit holen wir uns Klingritter erneut aufs Feld zurück. Ja, der ist irgendwie so unser MVP. Er ist quasi Bobby Lashleys Manager, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir greifen an. Und dann, okay, die Musik wechselt erneut. Spielen wir noch unsere Fallenkarte. Spiegelkraft, verdeckt. Auch bekannt als die Macht des Spiegels. Wir beenden unseren Zug. Es sieht so aus, als hätten wir hier jeden Moment gewonnen, okay? Aber ich würde das Ganze gerne trotzdem mit einer Synchrobeschwörung beenden, wenn das möglich wäre. Okay, er beendet seinen Zug. Und wir ziehen Fähigkeitserbe. Aber warte, man kann hier unten auf Dings schalten. Effekte, off. Okay, dann wird nicht mehr nach den Effekten gefragt. Ja, wechseln wir in die Battle-Phase. Wir greifen an. Und dann gehen wir in die Main-Phase 2.
Wir spielen das verdeckt. Wenn ich jetzt irgendwie eine gute Zauberkarte ziehen sollte, dann kann ich die gleich nicht aktivieren, weil unsere Zauber- und Fallenkartenzone voll ist. Aber das ist kein Problem. Im Ernstfall aktivieren wir einfach Fähigkeitserbe und haben dann Platz frei. Er spielt ein weiteres Monster verdeckt. Also sehr kreative Züge von dem guten Mann hier. Und wir ziehen. Was ist es? Junge, können wir nicht einfach den Fängermonster ziehen, als ob das so schwer ist, Mann? Okay, wir flippen jetzt endlich mal unseren Stachelschraubenigel. Und greifen mit Klingritter an. Oh, der hat genau 800. Dann greifen wir mit Stachelschraubenigel an. Ich würde ganz gerne Platz haben für MST, aber geht gerade nicht wirklich. Was will man machen? Beenden wir unseren Zug? Komm schon. Also wir müssen doch im nächsten Zug mal ein Empfängermonster ziehen. Wir haben so viele. Wir haben dreimal Gerümpelsynchronisierer, zweimal Nitrosynchron, einmal Turbosynchron. Und haben wir noch mehr? Ich weiß es gerade nicht. Geschützturmkrieger. Okay. Also wir könnten das Duell jetzt hier theoretisch beenden, aber... Seien wir mal ehrlich. Das wollen wir doch alle nicht, oder? Wir beschwören unseren Geschützturmkrieger. Und dann aktivieren wir unsere Zauberkarte Rückkehr des Kriegers. Wodurch der gute Klingenritter zurück auf unsere Hand kommt. Und wir ihn erneut im Angriffsmodus beschwören können. Des Weiteren spielen wir Mystischer Raumtaifun verdeckt. Und greifen an mit Stachelschraubenigel. Und wir beenden unseren Zug. Komm schon. Irgendein Empfängermonster. Das ist der 15. Zug dieses Duells. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich in einem Synchro-Deck keinen Empfänger ziehe. Eine Karte verdeckt, okay. Na, verdammt, okay. Ich wollte eigentlich MST aktivieren. Jetzt hatte ich es gerade auf aufgestellt. Aktivieren wir MST. Zerstören seine verdeckte Karte. Warte mal, wir machen mal auf Auto. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann beschwören wir Max Krieger. Können wir nicht übel Albtraum beschwören? Warte mal. Wie schaue ich mir jetzt das Extra-Deck an? Wie mache ich das? So. 2,14 ist Monster der Stufe 4, nein! Da habe ich gar keinen Platz mehr für den Empfänger. Egal, ob ich jetzt einen ziehen würde oder nicht. Ah, das ist doch so dumm. Okay. Dann greifen wir halt an mit Geschützturmkrieger und beenden das Duell. Das hätten wir dann jetzt auch schon vor 10 Zügen oder so machen können. Okay. Das hätten wir geschafft. Ja gut, ich denke, das hat jetzt dann auch lange genug gedauert. Ah, Junge, der braucht 2 Finsternismonster der Stufe 4. Haben wir die überhaupt? Falls nein, können wir die Karte auch wieder rausnehmen. Ja, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gerne an Sachen in... Wir haben Raigeki bekommen, das ist echt gut. Was ihr gerne an Content in Master Duel sehen wollen würdet. Eher Duelle, eher Pack Openings, eher was auch immer, keine Ahnung. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.